Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Captain Toad Treasure Tracker. Ja Leute, wir sind mittlerweile, eigentlich nicht mehr bei Toads Treasure Tracker, sondern eigentlich bei Toadette's Treasure Tracker. Denn wir sind bei Episode 2 angekommen und da spielen wir ja nicht mehr mit Toad, sondern mit der weiblichen Toad, mit der Toadette. Wie auch immer man es ausspricht. So, Leute, wir haben im letzten Part schon das erste Level gemacht mit ihr. Und ich hab's ein bisschen verkackt und hab irgendwie die ganzen Edelsteinchen nicht gefunden. Und ich hab ja gesagt, ich möchte das gern nochmal probieren. Also nehmt's mir nicht übel. Aber wir wiederholen das Level nochmal ganz kurz. Und ich guck einfach mal, ob wir alle schönen Edelsteinchen hier finden. So, Toadette. Schön. Hast du alles ready? Cool. So, Leute, auf jeden Fall müssen wir jetzt, denke ich mal, da runter schon mal kommen. Gucken wir uns mal um. Wir können ja hier das Rädlein drehen. So, wir müssen mal aufpassen, weil das Vieh hier ist ein bisschen aggressiv am Start. Moment, so rum. Ah, okay, da geht's nicht mehr weiter auf jeden Fall. Dann mal die andere Richtung. Na, ja, so kommen wir da. So kommen wir da runter. Aber Leute, ich hab was gesehen gerade. Da war ein Edelsteinchen. Ja, hab ich gesehen. Aber ich will trotzdem mal da runter. Einfach mal, weil ich's kann. Und hoffentlich nicht mehr runterstürze dann jetzt. So, Hallöchen, du Typ. Bitte mach mir nicht weh. Renn mal gegen den Baum, wollte ich sagen. Bestimmt ist im Baum irgendwas drin gewesen. Na egal. Aber Leute, passt auf, ich hab den Edelstein gesehen. Und da sind Münzen. Die nehme ich einfach mal mit. So, wie komme ich denn da hin? Ah, einfach da runterspringen. Haha. Okay, der war jetzt nicht so schwer versteckt, muss ich sagen. Da bin ich wieder unendlich doof drangestellt im letzten Part wahrscheinlich einfach nur. Den treffe ich anscheinend von hier oben nicht. Komm, wir probieren es nochmal. Okay, nee, das packen wir nicht. Aber vielleicht ist noch irgendwas hier drin. Münzen, Münzen und eine Münze. Ist ja mal richtig kreativ. So, jetzt, Moment. Zack, zack. Aha, aha. Moment, wir gehen nochmal da hoch. Nicht da hoch. Da gehen wir hoch. Und dann rutschen wir mal geradeaus da in Richtung blaue Ebene. Sind ja alle schön farblich hier. So, zack. Ach, guck mal, da ist es doch. Hä? Moment, da muss ich dran drehen. Und dann auch noch treffen. So, aha. Das war eigentlich total simpel jetzt, ne? Also ganz ehrlich. Wow. Typi. Komm mal her. Nein. Was zur Hölle? Wo gehe ich hin gerade? Scheigei. Was zur Hölle geht hier gerade ab? Das geht alles zu schnell. Muss ich da hoch? Ich glaube, ich muss da sogar hoch. Mr. Scheigei. Tschüss. So, jetzt haben wir ja eigentlich schon alles, was ich wollte. Also habe ich mich beim ersten Durchgang ein bisschen dämlich dran gestellt, muss ich sagen. Nein. Geht alle weg. Weil die waren irgendwie gar nicht jetzt so schwer versteckt, muss ich sagen. Nee, das hätte man auch finden können. Das hätte man auch finden können. So. Yay! Oh yeah! Oh yeah! Level beendet mit allen schönen Edelsteinchen. Tantang! Goldpilz gibt's noch. Ja, haben wir auch schon gesehen. Aber wie ich da dran komme, habe ich keine Ahnung. Aber egal, wir wollen jetzt auf dem Holzweg. Oh mein Gott, wir sind auf dem Holzweg unterwegs. Nose! Okay, auf dem Holzweg unterwegs. Okay. Das sieht auf jeden Fall schon mal tricky. Alter, die machen mir Schaden. Okay. Sieht auf jeden Fall schon mal tricky aus hier. Da hinten dran ist, denke ich mal, nichts. Aber kann aber da drauf laufen. Wow. Okay. Dann komme ich da irgendwie hoch? Nee, ne? Ich muss da lang. So, da oben sind Edelsteinle. Oh, Moment. Was zur Hölle? Ich habe einen Schlüssel gefunden, Leute. Was mache ich mit dem Schlüssel jetzt? Was machen wir mit dem Schlüssel jetzt? Kann ich mit dem Schlüssel auch... Ich kann mit dem Schlüssel nicht mal da hoch. Okay. Moment. Oh, da. I found some Türen. Ach, ich kann den auch werfen. Okay. I have understand. Mann. Sehr viele Münzen für uns. Okay, dankeschön. Moment, den will ich gerne mal rausrupfen. Kommst du mal bitte her? So, und jetzt gib mir mal den Edelstein. Sehr schön. Nummer 2. So, zack, zack und
Ja, zack. Toll. Moment, da oben war noch ein Schalter und da kommen wir auch da drauf. Wow, das war knapp. Moment, ich mache mal Platz, du Vieh. Komm mal her. Komm mal her, ich habe eine Überraschung für dich. Papa. So, jetzt mal ganz kurz erstmal den holen. Nicht, dass am Ende hier nichts mehr funktioniert. Moment, ich muss, glaube ich, das Vieh auch noch kalt machen. Moment, wir timen das jetzt ganz gekonnt. Das war weniger gekonnt, aber es hat geklappt. Sehr schön. So, jetzt will ich da drauf. Und da drauf. Yeah! Das war aber Nummer... Hä? Drei? Okay, einer fehlt anscheinend noch. Da unten ist der Stern. Moment, lass mal... Okay, hier ist noch ein Gegner. Kann ich den mit dem Schlüsselblatt machen? Moment, wenn ich jetzt das hier aktiviere, was passiert dann? Aha. Okay. Moment. Wenn ich jetzt da drauf gehe. Wo kommen wir jetzt hier hin? Aha, zu dem. Moment, auf dem seinem Head springe ich. Das geht nicht. Doch, es geht bestimmt, aber ich hab's verkackt. Moment, der Schlüssel. Wo ist der Key? Der Schlüssel ist weg. Warum ist der Schlüssel weg? Okay, der Schlüssel ist nicht mehr da, wo er mal war. Das ist Scheiße. Das ist Scheiße. Okay, Moment. Wir versuchen aber trotzdem nochmal. Ja, es bringt mir aber gar nichts, ne? Da komme ich ja da hinten hin wahrscheinlich. Oder auch nicht. Okay, bin verwirrt. Ich bin mal wieder verwirrt. Moment, Leute. Nein! Oh, wir haben es geschafft. Gut. Aber da ist nichts. Da ist nichts. Okay. Moment. Da hinten will ich. Okay. Hä? Jetzt bin ich wieder verwirrt. Moment, da. Ach so, da geht's noch lang. Da lang und da lang und dann, brauchen wir aber den Schlüssel, wahrscheinlich um den letzten Edelstein einzusammeln. Und der Schlüssel ist nicht mehr da. Der Schlüssel hat sich einfach mal gedacht, so, nö. Kein Bock mehr und so. Wo habe ich den Schlüssel eigentlich her gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr. Moment. Uno so momento so. Moment. Ah ja, gerade Hammer. Was ist da, war er drin, oder? Genau. Haha, er hat es wieder zurückgespawnt. Okay, dann ganz kurz hier lang. Das sollte ja eigentlich machbar sein. Oder? Oder? Auch nicht? Zack, zack. Doch, natürlich. Moment. Das ist machbar. Und zwar folgendes Szenario. Wow, erstmal ganz eng hier durch. Und dann an den Experten hier vorbei. Und ich gehe davon aus, da können wir nur hochschmeißen. Weil der Abgrund ist nicht so hoch bei dem hier. Moment. Das muss gehen. Oder Moment, noch cleverer. Das ist jetzt ganz clever. Haha, das war clever. So, ich hoffe, der verschwindet einfach nicht zu schnell. Moment, da komme ich ja gar nicht dahin. Ach, ich bin so blöd. Ah, Moment, bitte bleib liegen. Schlüssel. Bläh, oh Gott, das wird jetzt schon wieder nichts. Das ist jetzt kommen. Lalala, Moment. Oh, das habe ich schon... ich habe es verpeilt. So, zack, 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 bitte bleib. Naja, okay, er verschwindet jetzt schon. Okay, Moment. Moment. Wir timen das jetzt mal ganz gekonnt. Oh, das war nicht sehr gekonnt. Dann machen wir das Ganze so. Und jetzt schnell darüber. Gott, run, Toad Daddy, run. So, da hoch. Das ist doch alles cool, Leute. Passt auf. So, tschack. Haha. So, jetzt, Moment. Momento. Wie kam ich jetzt nochmal? Ach so, ich bin ja total blöd. Ich hab's wieder umständlich as fuck gemacht, weil es war falsch. So, zack, tschüss. Ich muss einfach daneben runterspringen, hab ich ganz vergessen. Leute, ich hab's noch wieder schwerer gemacht, als es letztendlich war. Und zwar geht's da runter. Dann geht's wieder hier runter. So, zack. Dam, dam, dam. Und dann muss ich ja einfach nur hier runter. Ja, okay. Manchmal sieht man halt die einfachsten Wege nicht, wenn sie direkt vor einem liegen.
So, zack. Und hier sollte der letzte drin sein. Oh yeah! We found all! So, jetzt muss ich nur noch wieder ganz da hochkommen und haben das Ganze geschafft. Hat doch nur 10 Minuten gedauert, Leute. Ich weiß gar nicht, was ihr wollt. Nee. Das war gekonnt. Das war einfach... Okay. Das war wieder sinnlos doof drangestellt. Aber ich finde trotzdem, dass wir cool waren, weil wir haben es dann doch noch geschafft letztendlich. So, da geht's lang und wir haben es geschafft. Yay! Da ba badam bam bam. Oh yeah, Toadette ist cool. Und alles ist pink. Ah man, alle Kriech-Piranhas besiegen. Hab ich sogar. Wow, Leute, wir sind voll gut unterwegs, Mann. Wir haben es voll drauf. Ach ja. Oh, wieder eine Lorenfahrt im Abendrot. Ach, wie schön, Leute. Ich freue mich. Das war schön. So, jetzt bin ich gespannt. Jetzt müssen wir garantiert wieder... Moment, gibt's hier noch was? Nicht, dass ich irgendwas verpeile. Moment. Das nehme ich einfach mal alles mit hier. Aber ansonsten gibt's hier, glaube ich, nix. Wie komme ich an den ran? Hä? Moment. Moment. Ich kann nicht hinter mich. Ich kann nicht hinter mich gucken, okay. Sehr verwirrend. Moment. Alle tot. Oh Gott. Da hoch. Da. Ja, ich hab einen. Einen hab ich. Sehr gut. Okay, Münzen, Muniz. Okay, alles klar. Cool. Pow. Okay, cool. Da ist noch einer. Hab ich dich? Hab ihn. Okay, wir haben zwei schon. Sehr gut. Es läuft. Moment. Zang. Okay. Hast du was gebracht? Keine Ahnung. Munzen hab's nicht gekriegt. Moment, der Pow-Block. Au. Haha. So, zack. Noch ein Pow-Block. Da ist er. Wow, wir haben alle Edelsteine auf Anhieb gefunden, Leute. Das ist saugeil. Ansonsten war es das, glaube ich, sogar schon. War das cool oder war das cool? Haha. Diese Level machen echt Bock, muss ich sagen. Die sind echt geil. Auch wenn ich wahrscheinlich den Zusatzinhalt Krams nicht gefunden habe oder gemacht habe. Aber auf Anhieb alle Edelsteine und Level beendet. Das war doch cool. Mann, das war doch geil. Aber ganz nebenbei, Leute. Wenn man jetzt nicht fixiert ist auf diese Edelsteine, ne? Dann ist es eigentlich quasi ein Level, wo du nichts machen musst. Du setzt in die Lore rein, fährst bis nach unten und Level beendet. Oder mal ganz ehrlich. Merkwürdig. So, das geht ja mal vergleichsweise schnell im Vergleich zum ersten Level. Was? Nebulöse. Ich dachte, was steht da jetzt schon wieder? Nebulöse Zeichen im Hinterhof. Oh mein Gott, ein Geisterlevel wieder. Oder irgend sowas. Räusper die Reihe. So, oh mein Gott, ja, ein Ghoster-Level. Und was zur Hölle ist hier denn los? Okay. Ach du Schande. Ach du Schande, ernsthaft? Ich hab Angst. Ich hab Angst. Was zur Hölle? Nach unten? Ach so, auf den Schalter. Ich will aber erst Dingens haben. Ich will erst, den Edelstein. Okay, das scheint zu funktionieren. Okay, Nummer 1 haben wir. So, kann ich da rein? Nee, da kann ich nicht rein, oder? Oder von hier vielleicht? Moment, hier irgendwo? Okay, hier und jetzt hier, ja, okay. Was? Okay, das ist auch ein Schalter. Pow! Ah! Sehr geil und, ach, okay, von hier. Okay, schon zwei? Wow, wir sind voll cool unterwegs, Leute. jetzt geht's da runter, auf den Schalter hier. Zang! Oh, okay, jetzt ändern sich die... Ah, okay, Level, verstanden auf jeden Fall. Das bin ich aber... Wow, was zur... Ernst? Was zur Hölle? Das geht mir zu schnell gerade. Moment, Leute, das geht mir zu schnell gerade. Oh Gott, so much Uncoolness. Aber ich muss mal gucken, ob ich alle Blöcke zerstören lassen kann, weil ich dann noch irgendwo... Oh Gott, ein Edelsteinchen. Ich weiß es doch nicht. Okay, komm hierher. Oh Gott. Moment, renn den um. Sehr gut. Weil gar nicht ist das Level-Ziels-Spezialding, alle Geistertypen kaputt zu machen. Okay, das Geld lasse ich erstmal liegen. Puh. Das war anstrengend. Und nicht ganz leicht.
So, jetzt gucken wir uns mal um. Irgendwo muss noch ein Edelsteinle sein. Irgendwo muss noch eins sein. Da unten drin? Nee, ne? Hä? Bin verwirrt, Leute. Moment, wir gehen einfach mal weiter. Da geht's da lang, da geht's da lang. Aha, aha. Jetzt kann ich ja da... Hä? Was zur Hölle? Moment. Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, eine Rutsche. Okay. Das ist aber ganz... Moment. Achso, nee, das ist kein Weg. Uah. So, ist hier irgendwo noch ein Edelstein? Schön. Leute, ernsthaft? Ihr will meinen letzten Stein haben. Oh mein Gott. Bitte, bitte macht mir nicht weh. Ich war immer lieb. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum? Wow, das war knapp. Okay, 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 Moment. Moment, ich habe eine Idee, eine dumme Idee. Und zwar ist die Idee, hier gegen die Wand rennen. Hätte ja gerne sein, dass es klappt. Was weiß denn ich? Kann ich euch kaputt machen? Moment. Ihr müsst einfach da stehen bleiben. Also nicht hier. Moment. Oh Gott. Moment, Moment, Moment. Kann ich euch hier hinlotsen? Na, hier so runter. Ja, hier. Ha! Aha! Und bleibt da stehen. Bleibt da. Nein! Bleib einfach da stehen. Okay, ich muss dich weglocken. Okay, hierher. Und du kommst jetzt hier so rüber. Und jetzt spring ich auf dein Head. So, bam. Haha! Und jetzt? Wo ist mein E? Ach, ich hab schon alle drei. Hä? Ich hab ja schon alle drei. Das sehe ich jetzt erst, Leute. Oh, okay. Ich kenne dieses Gefühl, wenn ich bei Let's Plays Leuten zugucke und die irgendwas schon haben oder irgendwas holen und machen wollen, was offensichtlich ist oder was irgendwie schon so richtig doof ist und man sich nur denkt so, Typ, guck doch mal, du hast doch, guck mal hier vor dir und ah. Sorry, Leute. Ich hab's nicht gesehen, dass ich schon geholt habe. Der war wahrscheinlich da unten irgendwo in den Blöcken drin und hab ihn einfach eingesammelt. Naja. Leute, wir haben's geschafft. Yeah! Und ich sollte sogar eventuell den Zusatzdingens haben. Alle Schlammschlurfer besiegen. Easy, Leute. Easy. Sehr schön. Leute, was sagt die Zeit? Die Zeit sagt, wir haben noch ein bisschen Zeit. So, bis jetzt haben wir ja alles, ne? Cool. Ach, das läuft doch wie am Schnürchen. Gib nicht auf, Toadette. No. Sie hat eine Feder in der Hand. Nasser Spaß im Wasserpark. Leute, ich würde sagen, das machen wir im nächsten Part. Das war's dann für heute. Machen wir halt mal ein bisschen kürzer heute. Ist ja auch nicht schlimm. Auf jeden Fall, meine Stimme versagt ziemlich krass. Wir haben ziemlich früh, müsst ihr wissen. Also für mich relativ spät. Also, Moment, ich erkläre das mal. Wir haben jetzt 7.54 Uhr, also kurz vor 8 morgens. Und ich bin von der Nachtschicht eben halt gekommen. Um 6:30 war ich daheim. Und da habe ich ein bisschen gechillt und jetzt nehme ich auf und so. Und, ich bin ein bisschen müde und meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen. Deswegen müsst ihr diese leicht genervte Stimme ein bisschen entschuldigen. Das wird irgendwann aber wieder besser. So, jetzt habe ich lange genug gequatscht, Leute. Wie gesagt, im nächsten Bad und nasser Spaß im Wasserpark. Auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Macht's gut und tschaußen!